Ich habe den Spielzaun jetzt mal lauter gemacht. Weil ich habe gesehen im VOD vom letzten Stream, dass das doch ein bisschen leise war. Hat mir nicht so gefallen, tatsächlich. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Letzte Mission. Wir haben es gepackt. Sehr geil. Und wie geht's dir? Alles in Ordnung? So. Gehen wir mal schauen. Wo müssen wir hin? Achso, wir fliegen ja weg, ne? Ja. Wir laufen dahin. Wir könnten zwar auch... Ne, ist nicht so laut, ne? Wir könnten zwar auch Schnellreise machen, aber... Warum? Alles in Ordnung. In Ordnung. Einfach ist der PC im Arsch. Nee. Ganz kaputt jetzt. Oh, Scheiß, Alter. Das ist gar nicht gut. Hey, aber ich habe einen Artikel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was für eine CPU du drin hast. Aber Intel hat einen Fabrikationsfehler. Bei verschiedenen Serien. Noch nicht ganz, okay. Ne, Fabrikationsfehler bei verschiedenen CPU-Modellen, die man kostenfrei umtauschen kann, wenn schon was kaputt ist. Und wenn noch nicht kaputt ist, gibt es ein BIOS-Update. Da wird zu viel Strom reingeballert und dadurch geht das Ding kaputt. Ah, hast du davon gehört, ja, okay. Okay. Vielleicht bist du ja betroffen und kannst das dann lösen damit. Also ich habe auch eine CPU, die betroffen ist. Ich muss mich da unbedingt mal schlau machen. Also ich habe bisher noch nichts festgestellt. Aber man sollte da handeln, ne? Bevor was kaputt geht. So. Auf geht's. Ich denke als nächstes... Ja, das ist übel, ne? Da sind ja nicht nur PCs von betroffen. Da sind auch, ja, also Laptops, klar. Tablets, Handys. Also irgendwas haben sie da richtig verbockt. Ja, und wie gesagt, mein CPU ist davon auch betroffen. Da muss ich mich unbedingt schlau machen. Kein Bock, dass das Ding kaputt geht. Bald kann ich den PC schmeißen, wenn es so weitergeht. Und ich kann mir momentan keinen neuen PC leisten. Ja, wer kann das schon? Wer kann das schon? Echt schlimm. Hoffentlich ist Chris bereit für einen turbulenten Flug. Hast du eine CPU, die betroffen ist? Weil vielleicht kannst du da was umtauschen oder so. Das wäre ja super. Herr, ist es soweit? Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge hast du ja? Mit Ihnen allen sein. Okay. Und mit dir sie. Dann versuch's mal. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte der Händler, wo du es gekauft hast, den CPU nicht umtauschen. So muss ich direkt, ja, an Intel wenden und die kümmern sich dann drum. Der Gengara hat als einziger überlebt, was wir ich weiß, tun nervig werden. Und scheiß Arbeit, wieder alles auseinanderzubauen und so. Aber hey, das sind ja ermutigende Worte. Wenn das dein Problem ist, passen die auch alle auf meinen Grabstein. Dann wäre es ja geil, wenn man es lösen könnte. Ne? Seht nur. Wow.
Wow. Die Jacke von ihr flattert schon wieder. Hoppala. Ich weiß. Willst du lieber fliegen? Der freche BD-1. Sieht ja aus wie bei Guardians of the Galaxy. Oh ja, ich wette, das also haben die anderen Armenschweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter auch schon geschädigt worden. Ach, fuck, Alter. Das ist natürlich sehr beschissen. Nicht gut, nicht gut. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Aber du bist schneller. Hör auf zu steuern. Und flieg endlich. Ich leite Energie von den Reflektoren auf die Triebwerke. Spüre die Macht in dir. Tausch Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das Baby. Du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Vertrau mir, Bruder. Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Mutig ist er, da kann man nichts sagen. Ich reicht immer noch. Du hast es geschafft, Hals, du Dreiarmiger Sohn eines Gundak. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Sieht ja fast aus wie die Erde. Fehlt nur Smog und Satelliten und Weltraumschrott. So. Auf geht's. Ach, das sind pixelförmige Glühwürmchen. So, hier ist es also, Tanalor. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, klar. Ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Karl. Ich hab nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Ja, über 2 Jahre schon, ne? Krass. Die Zeit vergeht wie im Flug. So, dale.
keine Ahnung, wie lange diese Mission hier geht. Aber wir ziehen es durch bis zum bitteren Ende. Mal gucken, wenn sie... Das ist also Tanalore. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Ja, und wenn wir da schnell durchkommen, dann können wir eigentlich... Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Neues Game Plus starten. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Und wir müssen rumgucken. Und der treueste Zuschauer mit der Watch Time. Sehr schön, sehr schön. Oh. Florierende Gärten. Wo ist denn da ein Garten? Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Das hat man doch bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Das war doch die Vision, wo wir hatten, ne? Also? Das sind wir hier runtergelaufen und dann kam die nächste Vision. Du hast recht. Aber was ist mit Cutter? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Cutter hat immer noch eine Chance. Ja, also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Cutter. Und für uns. So, was haben wir hier? Scan mal. Begrabene Invasion. Ja, nee, ist klar. Okay. Geht's denn weiter? Gar nicht. Dann hier. Da rechts rum. Oder links rum. Ne, rechts rum. Loading Gate. Oh, es fühlt sich an, als ob mein Hals gerade zuschwillt. Gerade eine Käse-Laugenstange gegessen. Das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Alles klar, Maverick, danke für den Lurk. Der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Hass auf Bord. Sia hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Ein X-Wing. Er ist immer noch hier. Gut. Also ich weiß ja nicht. So als wenn so eine allergische Reaktion wäre und der Hals zuschwillt. Das kann doch nicht sein. Nee, ist kein X-Wing. Der geht nicht auf, oder? Sieht aber aus wie ein X-Wing. Na, egal. So, kurz die Lage checken. Vielleicht liegt hier irgendwas rum. Ein bisschen Loot oder so. Aber sieht nicht so aus. Nee. Okay. Hinten liegt was. Das können wir mal mitnehmen. Rückzug zum Tempel. Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Muss ich noch auffüllen. Eine Höhle. Eigentlich ist da nix. Dann gehen wir mal gucken.
Nee, kein Loot. Okay. Dann rein in die Olga. What? Eine Pyramide ohne Spitze. Woher kennen wir das nur? Da fehlt dann jetzt eigentlich noch ein Auge da oben drauf. Dann haben wir die Pyramide der Dollarnote. Das allsehende Auge. Hörst du das? Kata. Ich höre doch da was. Nein. Moin, Toffel! Einen wunderschönen guten Abend. Na, geht es gut? Grüße aus dem Welt. Hinter dem Bildschirm, jawollo. Grüße zurück ins Datennetz. Oder wie Stay ist immer so gern bezeichnet. Ihr seid für mich nur Text in einem Chatfenster. Nein, ich habe euch alle lieb. So, nochmal kurz speichern und weiter. Ah, da hockt sie. Spielt Gameboy. Singt dabei. Hallo. BD1. Hey, Kata. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Hat er nicht. Er hat es nur versucht. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Lüger. Was machst By du the way, hier? Wenn ich auch schon 2 Jahre Kata, hier wäre, wäre meine Watchtime auch ein gutes Stück gestohlen. Größer. Ja, das stimmt. Wir fragen das stimmt. ihn, ob er es zurückgibt. Aber ich glaube, du bist länger dabei Zeigst wie Maverick. Zeigst du uns den Weg? Entweder länger oder nicht viel okay. weniger. Komm mit. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und Guck einsam. Guck mal, 2 Jahre, 44 Tage. Alter. Du musst keine Angst haben. Alter. Bei sowas wird mir dann halt auch erstmal bewusst, wie lange ich das schon mache. Und das ist eigentlich nicht lang, aber es ist du krass. Du bist sehr hübsch. Sicher. Wahnsinn, ne? Wie die Zeit vergeht. Ja. Sogar Mia ist schon über ein Jahr dabei. Da hatte ich es gerade vor ein paar Wochen mit ihr davon. Da hat sie es dann eingegeben. Das ist der Hammer, ne? Wie die Zeit rennt, ist krank. Alter, kommt jetzt schon der Bossfight? So, lass schon. 20 Minuten jetzt. Kata! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach.
Bin ja auch schon 7 Monaten im Abo. Ja, ja, ja. Das nicht folgen sollen. Cutter nicht. Bleib abartig. Zurück, Cutter. Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Mich wundert, dass das bei mir nicht zählt. Klar, die setzt mal einen Monat aus oder so, aber... Aber hör mir zu. Gesamt steht dann immer ein Monat. Leg deine Waffen nieder. Verstehe ich nicht so ganz. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Dieses Internet. Auch für Kata. Ist nichts für alte Leute. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Übergeben vielleicht. Geh nach draußen, Kata. Hör auf sie, bitte! Na? Deine eigene Tochter. Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Hey. Du bist okay. Du wirst dich ergeben. Puh, das war zu Zweikämpfen. Lenk ihn ab. Hey. Auf den Schatten. Oh, 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 Digga. Nee. Whoa. What the hell? Mir nicht, dir? Ich zeig dir, wie man kämpft. Alter Padawan. Hey. Junge. Oh, voll auf die 12. Der Dunkelheit hin. Böser Kerl. Böser Kerl. Oh oh. Werde ich der neue Darth? Sagen. Jämmerlich. Du bist jämmerlich. Oh, wow. Oh. Ich bin ja gerade mal froh, dass wir das im Story-Modus spielen, weil jeder weitere Schwierigkeitsgrad ist dann Souls-like. Das wäre ein bisschen übel. Tu das deiner Tochter nicht an. Boat, wir wissen, wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa! Also gut. Jammer nicht da. Wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Natürlich. Ich bin Cal. Tut mir leid, Cutter. Ich hab's versucht. Nein, Papa! Bleib zurück! Bitch!
Genick brechen jetzt. Mach sie platt. Junge. Das kommt davon. Zu Bode mit dir. Bode. Ja komm, jetzt hängen noch auf oder irgendwas. Zur Strafe. Nee, ne?